Deutsche Bundeswehrsoldaten planen Angriffe auf die Krimbrücke und das komplett offiziell. Warum dieses Video so verheerend ist und dieser Leak und warum überhaupt deutsche Generäle und deutsche Bundeswehrsoldaten so etwas planen, erfährst du jetzt. Und zwar, treue Folger dieses Channels werden schon vor einem Jahr bei den Pentagon-Leaks, bei diesem Video, das hier war das, kurz eingeblendet, wissen, was überhaupt das Ziel war von der Konteroffensive. Und zwar war das Ziel der ukrainischen Konteroffensive, die Krimbrücke zu zerstören. Und zwar, wie hat man das versucht? Und zwar, das hat man versucht, indem man in der Konteroffensive so weit vorkommt, dass man bis zum Asowschen Meer vorkommt. Und von da aus ist man theoretisch mit Artilleriereichweite zur Krimbrücke. Und dann wollte man sie so lange beschießen, bis diese Brücke kaputt ist und die Krimbewohner nicht mehr versorgt werden können von Russland. Das Problem ist aber, die Ukraine, die Konteroffensive ja nicht gelungen ist. Das heißt, jetzt kann Russland quasi doppelt die Krim versorgen. Und zwar einerlei über die Krimbrücke und andererseits über die nun neu erworbene Landesbrücke, weil dadurch, dass Russland jetzt diese Gebiete da kontrolliert, können sie jetzt auch ganz bequem über Land einfach die Krim versorgen. Und so ist eigentlich die Zerstörung der Krimbrücke nicht mehr notwendig, weil das ganze Ziel war ja, dass man die Krim abschneidet von Russland und so quasi Russland an den Verhandlungstisch zwingt, weil sonst 2 Millionen Russen, die halt in der Krim leben, den der Hungertod sonst bekommen wäre, dadurch, dass sie nicht mehr versorgt werden könnten, weder über Land noch über die Krimbrücke. Dadurch, dass nichts von diesem ganzen Plan funktioniert hat, macht es eigentlich auch keinen Sinn mehr, diese Krimbrücke zu sprengen. Aber die und wie ist das möglich? Nur mit Taurus-Marschflugkörpern. Und was ist überhaupt ein Taurus-Marschflugkörper? Und zwar sind das, wenn man sich das vorstellt, das sind wie so Raketen, wie so Tesla-Raketen, die quasi auf Autopilot übertrieben genau hin und her manövrieren und dann auch Ziele bis zu 500 Kilometer entfernt übertrieben präzise treffen können. Und so könnt ihr theoretisch auch Moskau oder sowas treffen oder eben diese Brücke. Und das ist natürlich verheerend, weil das, was die Briten und so geliefert haben, Storm Shadow Raketen und sowas, die haben immer so eine Reichweite von so 250 bis 300 Kilometer, aber diese 200 extra Kilometer sind natürlich richtig krass für das Treffen von weit entfernten Zielen. Und ganz wichtig, Triggerwarnung, diese Typen hier, die gleich reden, das sind so richtige Eberhards, die die ganze Zeit englische Begriffe benutzen. Die klingen wie so ein Teenager, der gerade so 2 Wochen in den USA war. Du hörst in dickstem deutschen Akzent die ganze Zeit, literally, personally und so. Deswegen ist es nichts für schwache Nerven. So, und in diesem Gespräch wird genau das besprochen. Wie macht man diese Taurus-Raketen dem Verteidigungsminister schmackhaft, dem Pistorius, dass der dann wiederum damit zu Scholz geht und es dem schmackhaft macht und damit die drei dann gemeinsam die Krimbrücke attackieren können. Also, los geht's. Ja, schönen guten Tag zusammen. Gerhard hier, soweit ich weiß, haben wir den Kamerad Schäfer mit dabei, Kamerad Flohstedt und Kamerad Fenske. Richtig? Jawohl. Genau. Alles Jawohl. klar. Wunderbar. Frank, du aus Singapur. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich wollte mal einmal ganz kurz, dass wir uns vorher ja, nicht im Sinne von wer was sagt, aber dass wir uns kurz mal so abstimmen und dass insbesondere auch hier die beiden Kamerad Florstein und Fenske wissen, wie das Ganze entstanden ist. Weil wenn man hört, der Verteidigungsminister will mal wirklich tief in Taurus einsteigen, wobei der Termin ist eine halbe Stunde, so wie ich es gesehen habe. Also wir werden das Ding nicht zum Fliegen bringen können, um es mal so auszudrücken. Ich sehe da kein, im Moment da nicht ein auslösendes Momentum dahinter. Also es ist nicht so, dass der Kanzler ihm gesagt hat, ey, mach dich da nochmal schlau und dann lass uns mal morgen entscheiden. Das habe ich jedenfalls nicht erkannt, sondern dass er nochmal Pistorius gesehen hat durch diese ganze Diskussion, die da immer und immer wieder kommt. Und die kommt natürlich, weil keiner so richtig weiß, warum blockt der Kanzler hier. Ey, das ist schockierend, wenn das ein General von Deutschland ist. Alter, gute Nacht. Dass der sich nicht vorstellen kann, hä, warum blockt der Kanzler? Dass wir ein Ding geben mit 500 Kilometer Reichweite, wo die Ukrainer sonst wohin feuern können, theoretisch damit direkt auf den Kreml abfeuern können, dass er sich das nicht erklären kann und dass er dann natürlich die anderen beiden quasi mehr oder weniger beeinflusst, weil die anderen beiden in diesem Gespräch haben einen Termin mit Pistorius, mit dem Verteidigungsminister, und den sollen die so gut wie möglich überzeugen, diesen Taurus-Flugkörper freizugeben. Und das ist quasi der Sinn von diesem Meeting, dass er die anderen beiden darauf einstellt, wie ist der Pistorius drauf, weil er mit dem häufiger chillt, wie kann man ihn überzeugen, damit der dann wiederum zu Scholz geht und ihn überzeugt. Kommen natürlichste
Gerüchte auf. Ich will mal eins nennen. Ich bin gestern angerufen worden von einer Journalistin, die extrem nah am Kanzler dran ist. Ja, sie hätte in München gehört, der Taurus würde gar nicht funktionieren. Ich gesagt habe, okay, wer erzählt denn so eine Scheiße? Dachte, das hat jetzt irgendwie politisch auch geschnappt. Da sagte, das hat mir jemand in Uniform erzählt. Die gibt natürlich nicht ihre Quelle preis, völlig klar, aber ist natürlich voll drauf angesprungen und wollte da schon die Mega-Schlagzeile draus machen, nach dem Motto, jetzt haben wir endlich den Grund, warum der Kanzler nicht liefert, weil das Ding gar nicht funktioniert. Da habe ich hier natürlich ausgeredet, das ist ja totaler Schwachsinn, ne? Wir machen da sogar alle naselangen Verschusskampagnen. Die letzte ist noch nicht so ewig lange her. Ne? Aber man kann da mal sehen, was da mittlerweile immer für ein Gelaber im Raum ist und vor allen Dingen für ein Blödsinn erzählt wird. Ne? So, und da wollte ich eben mal ganz kurz mal mit euch abstimmen, dass das da nicht in die falsche Richtung läuft. Ne? Also ihr müsst euch mal einfach in seine Lage reinversetzen. Also mit seiner Lage meinen die in die Lage von Boris Pistorius. Wir haben ihn mal gezeigt bei einer Demo-Show, da war dann ein Taurus, stand da auch im Waffen auf dem Träger neben dem Tornado. Aber zum Beispiel, wie das angebaut aussieht am Tornado oder wie zum Beispiel so eine Missionsplanungsanlage aussieht, also der kann sich da sehr wenig vorstellen. Okay. Aber auf der anderen Seite jetzt auch nicht ihn zuballern mit einer Slideshow mit 30 Slides, einfach ein bisschen im Kopf haben, der Termin ist eine halbe Stunde. Ich würde mal sagen, so einen kurzen Aufschlag machen. Freuding wird sich ja hoffentlich nochmal melden. Klar geht es so ein bisschen auch um die Funktionsweise, was kann der Taurus, wie wird er eingesetzt, aber ja, natürlich spukt bei ihm immer noch im Hinterkopf, wenn wir uns denn mal politisch entscheiden würden, die Ukraine zu supporten damit, wie könnte denn die ganze Nummer am Ende laufen? Und da wäre ich euch echt dankbar, dass wir, ja, die Herausforderung nach dem Motto, was ist daran nicht einfach, aber dass wir nicht nur ein Problem in den Raum stellen, sondern dass wir auch immer die Lösung dazu nennen. Aha. Ne? Also wenn es zum Beispiel darum geht, die Missionsplanung zu machen, ich weiß, wie es die Engländer machen, die machen es ja komplett im Reachback, die haben auch ein paar Leute vor Ort, das machen sie, die Franzosen nicht. Also sie QC'en auch die Ukrainer beim Beladen des Scalp, ne, weil sie sagen, Storm Shadow und Scalp ist aus der rein technischen Perspektive relativ ähnlich. Da haben sie mir schon gesagt, ja, Herr Gott, sie würden auch den Ukrainer beim Taurus-Loading über die Schulter gucken. Boah, das ist krass, was der da von sich gibt. Das ist heftig. Also er sagt quasi, dass die Briten direkt vor Ort sind und damit ihren eigenen Raketen quasi den Ukrainern mehr oder weniger dabei helfen beim Beladen und sowas und das auch mit den französischen Raketen machen und dass die das auch für die deutschen Raketen machen würden, dass die Briten vor Ort in der Ukraine sind und die Jets und so weiter damit beladen und den Ukrainern quasi vor Ort zur Hand gehen und das würden die auch für die Deutschen machen. Die Frage wäre aber, wie lösen wir das dann? Lassen wir die Missionsplanung machen und geben ihnen Reachback-mäßig die MBDA an die Hand und bringen halt einen unserer Leute dann zur MBDA? Also MBDA ist das Unternehmen, was unter anderem zusammen mit einer schwedischen Firma diese Taurus-Marschflugkörper produziert. Und was er hier jetzt so richtig dreckig vorschlägt, ist, dass er sagt, vor Ort schicken die dann Leute von der MBDA, sodass öffentlich auf dem Papier, das dann so aussieht, als ob nur eine Firma mit den Ukrainern interagiert und keiner direkt von der Bundeswehr, aber dass er dann Leute von der Bundeswehr dann dahin schickt. Deswegen schicken wir einen unserer Leute zur MBDA, der dann da zufällig arbeitet, so dass man das nach außen hin immer noch abstreiten kann und sagen kann, das ist nur eine von der Firma von der MBDA, das hat nichts mit der Bundeswehr zu tun. Also, dass er das so eiskalt sagt, ist schon heftig. Da würde ich jetzt noch mal einmal bitten, vielleicht Frank, noch mal, wie hatten wir uns immer positioniert, wie wir es denn machen würden? Und dann natürlich, Kamerad Svenske Flohstedt, wenn ihr beiden mal aufzeigt, wie ihr das aus eurer Sicht seht. Ja, ich fange vielleicht mal an mit dem, was ist denn das Sensitivste oder das Kritischste, was jetzt passieren kann. Mit der ganzen Diskussion, das läuft ewig hin und her. Und ich glaube, es gibt zwei Punkte, die sensitiv sind. Das eine ist das Timing, so nach dem Motto,
Jetzt sagt der Kanzler, wir geben es doch ab und dann kommt aus der Bundeswehr, ja toll, aber in 8 Monaten sind wir dann soweit, den ersten einsetzen zu können. Und das Zweite ist natürlich, wir können die Zeit auch nicht verkürzen, wenn es nachher einen Falscheinsatz geht und das Ding auf den Kindergarten auffällt und es zivile Opfer gibt. Deshalb sind das die beiden linke, rechte Grenze, zwischen denen man abwägen muss. Wenn man es mal runterbricht, die eine Bahn ist die Auslieferung der Flugkörper. Da haben wir eigentlich gar nichts mit zu tun. Und der wichtige Punkt wäre dann in dem Gespräch, muss man auch nochmal darauf hinweisen, ohne die Firma können wir gar nichts machen. Und es wäre dann schon ein Ziel, dass, wie es ja auch bei den Raketen von IRIS-T ist, dass man relativ zügig erste Flugkörper umrüstet und ausliefert. Aber da müssen halt dann so rudimentäre Sachen gemacht werden, nochmal eine kleine Überholung, das deutsche Hoheitsabzeichen runter und so. Also ganz wichtig hier, er sagt, wichtig ist, ohne Firma geht gar nichts, damit das öffentlich so wirkt, als ob die Firma das ausliefert. Aber in Wirklichkeit haben die das ja bereits im Bestand, diese Taurus-Körper. Und deswegen müssen die diese Hoheitsabzeichen abmachen, weil alles, was bei der Bundeswehr im Bestand ist, hat immer dieses deutsche Hoheitsabzeichen, dass das quasi im Bestand der Bundeswehr ist. Das müssen die wegkratzen. Und dann ist es quasi in der Realität so, dass die Bundeswehr an die Ukraine das ausliefert. Aber auf dem Papier sieht es dann so aus, als hätten die das offiziell bei der MBDA-Firma bestellt. Und woran erkennt man das? Das ist ja gar kein Hoheitsabzeichen. Dadurch, dass es kein Hoheitsabzeichen hat, ist es ja nicht aus dem Bundeswehrbestand gekommen. Unfassbar. Die zweite Frage ist dann die Frage der Schnittstelle. Wie hängt man das an welches Waffensystem dran? Und das ist jetzt wiederum auch eine Sache, die müsste dann eigentlich irgendein Bastler aus der Ukraine mit der Firma machen. Weil, oder Herr Femke, oder da haben wir ja keine Aktien drin, wenn es um die Integration in eine SU zum Beispiel geht, oder? Ich denke nicht, wobei die TSG, der Hersteller, sagt, dass sie das machen können mit einem Zeitansatz von ungefähr 6 Monaten, also entweder SU oder F-16. Was er hier sagt ist, dadurch, dass es an einen Flieger dran muss, um es abgeworfen zu werden, gibt es nur die SU, die die Russen bzw. die Ukrainer immer noch in ihrem Bestand haben seit Sowjetzeiten, oder eben F-16, weil diese ja die Ukraine zum Beispiel aus Dänemark geliefert bekommt. Und das muss man umrüsten. Und das war ja das, was ich gerade meinte, da haben wir eigentlich gar keine Aktien drin, aber wenn da jetzt dann halt die Message rüberkommt, klasse, der Bundeskanzler hat sich doch entschieden, und dann die andere Message, aber es dauert alleine für die Schnittstelle 6 Monate, dann wird die positive Nachricht ganz schnell zur Negativnachricht. So, ja, der dritte Teil. Frank, ja, okay, nee, mach du erstmal durch. Ja. Ja, der dritte Teil ist der, der uns dann theoretisch betreffen könnte, nämlich die Ausbildung. Das heißt, da hatten wir ja mal gesagt, dass wir in Zusammenarbeit mit der Industrie, so ähnlich wie bei IRIS-T, die Industrie bildet aus, wie bedient man das System, und wir stellen Leute dazu, die das Ganze taktisch supporten. Und da hatten wir ja auch mal so im dümmsten Falle 3-4 Monate gesprochen. Und das wäre dann der Teil, den wir in Deutschland machen. Und da müsste man natürlich jetzt mal überlegen, um jetzt mal ganz schnell mit vielleicht ersten Flugkörpern zu einer schnellen Lösung zu kommen, ob man da nicht sowohl mit der Schnittstelle als auch mit der Ausbildung auf die Briten zurückgreift. Wenn die das Ding mit ihrem Know-how gucken, wie haben die Storm Shadow daran gekriegt, kann ja nicht so ein großer Unterschied sein. Und die vielleicht die Bedienung am Anfang mitmachen, während in der Zwischenzeit die Besatzungen bei uns ausgebildet werden. Damit es einfach nicht so lange dauert. Und dann sind jetzt noch so ein paar Sachen, können wir eine Datenbank liefern, können wir Satellitenbilder liefern, können wir Planungsstationen liefern. Das müsste dann neben den reinen Flugkörpern, die wir haben, ja alles über die Industrie oder über die IABG laufen. Also wir müssen uns ja immer vergegenwärtigen, die haben Flugzeuge, von denen sie den Taurus, den Storm Shadow einsetzen. Ne, das heißt, die Engländer waren da, haben die Flugzeuge verkabelt, also sind sie gar nicht so weit davon entfernt, dass sie auch einen Taurus von diesen Flugzeugen. Ne, in der F-16 reden wir jetzt nicht von. Wir haben es ja an der MiG-23 und darum ging es jetzt mal. Ich kann nur sagen, die Erfahrung aus Patriot, ich weiß noch, was unsere eigenen Experten am Anfang für Zeitlinien aufgemalt haben. Und die haben das Ding in wenigen Wochen beherrscht und setzen es mittlerweile ein in einem Ausmaß, wo unsere Leute sagen, oh wow, das hätten wir gar nicht erwartet. Also, Die sind teilweise in einer Kriegsführung gerade unterwegs, die mehr Hightech ist wie unsere gute alte Luftwaffe.
Also das will ich nur immer zu bedenken bei allen Timelines, die wir da so aufmachen, dass man sich da gar nicht so verschätzen sollte. Aber jetzt will ich auch mal Kamera Zenske, Florstedt, einfach von euch mal euer Picture sehen und hören, einfach jetzt auch mit Blick auf eine mögliche Lieferung an die Ukraine. Ja, eine mögliche Variante, planungstechnisch zu unterstützen, das kann man theoretisch sogar aus Büchel machen, mit einer sicheren Leitung in die Ukraine rüber, den Datenfall rüber transferieren und dann wäre er verfügbar und könnte das gemeinsam planen. Also was er sagt mit Datenpfeil ist, den kann man nicht einfach verfeuern, diese Lenkrakete, sondern du musst quasi wie so ein Navigationssystem, seht ihr auch, wie er hoch und runter geht, ist quasi wie ein Navigationssystem, aber eben 3D-Schach. Also beim Auto ist es ja, du fährst auch einfach auf einer Straße, aber das ist ja ein Flugkörper, das heißt, du musst einen übertrieben komplexen Navigationsalgorithmus da drauf spielen, wo er auch ausweichen muss, wenn da Gebirge und sowas ist. Und das ist hochkomplex und dieses Datenpfeil muss quasi von der Bundeswehr kalkuliert werden, weil oder Satellitenbilder und sowas brauchst und muss dann rübergesendet werden. Und wenn natürlich dieser Datenfall aus Deutschland von der Bundeswehrzentrale rübergeschickt wird an die Ukraine, die das dann draufspielen, dann ist es natürlich eine direkte Beteiligung. Also braucht man wieder irgendeinen Zwischenweg, dass man das nicht nachverfolgen kann. Also das wäre das Worst-Case-Szenario. Das Minimum, das Ganze unterstützend durch die Industrie mit einem User-Helpdesk, die also bei Software, Fragen unterstützen können, so wie wir das im Grunde genommen in Deutschland auch haben. Ich hake da gleich mal ein, Herr Fenske. Wenn man jetzt politisch Sorge hätte, dass diese Line von Büchel direkt nach Ukraine eine zu direkte Beteiligung ist, Politik halt alles, könnte man dann auch sagen, okay, das Datenfall wird bei MBDA gemacht und wir schicken unsere 1-2 Experts nach Schrobenhausen, ist zwar totaler Schwachsinn, aber jetzt mal so gesehen, aber politisch halt vielleicht was anderes, wenn der Datenpfeil von der Industrie kommt, versus er kommt bei uns direkt aus dem Verband. Ja, die Frage wird sein, wo kommen die Daten her? Jetzt gehe ich einen Schritt zurück, wenn es um die Zieldaten geht, die idealerweise mit Satellitenbildern kommen, weil dadurch gibt es dann die höchste Präzision, dass wir also unterhalb von 3 Meter Genauigkeit haben. Die müssen wir verarbeiten im ersten Step in Büchel. Unabhängig davon würde man aber in irgendeiner Art und Weise, denke ich, mit einem Datentransfer zwischen Büchel und Schrobenhausen was hinbekommen. Oder was natürlich auch geht, dass man unter Umständen das Datenfall nach Polen schickt und man hat den Handover-Takeover in Polen irgendwo und es fährt jemand mit dem Auto hin. Also ich denke, da muss man im Detail reingucken und da wird es auch Lösungsmöglichkeiten geben. Also in dem Moment, wenn wir den Support haben, im schlimmsten Fall, da muss ich halt mit dem Auto sogar hin und her pendeln. Also im Prinzip gibt es 3 Optionen. Entweder die schicken es direkt rüber in die Ukraine über Internet. Und Option 2 Zwischenhändler. Und Option 3 er fährt einfach hin und her, was im Prinzip Bundeswehr direkt wieder hin. Man muss ja mal davon ausgehen, was die Ukrainer da mittlerweile sonst alles machen. Wir wissen ja auch, dass da viele Leute mit amerikanischen Akzent in Zivilklamotten rumlaufen. Ja. Das kam ja schon in den Pentagon-Leaks raus, dass mehrere US-Soldaten einfach in Privatklamotten darum tun. Und was er damit meint, ist, dass man denen das einfach schicken kann, direkt den Amis. Und die sind ja quasi im Bilde und dass die das dann einfach vor Ort ausführen. Dass man sagt, dazu sind sie dann noch relativ schnell selbst in der Lage. Weil die Satellitenaufnahmen, die haben sie alle. Das ist auch mal von aus, ja. Ja, genau. Ja, kann man vorstellen. Ja. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz dazu, die Frage wird dann sein, ich muss, damit ich mich entsprechend geschickt durchsetzen kann, mich gegen die Luftverteidigung durchsetzen, die in einer Vielzahl da ist. Das können wir sehr gut, gehen wir immer von aus, weil wir natürlich im Tiefflug arbeiten können und dafür von der IABG unsere NDK-Daten haben. Ja, die müssten wir definitiv denen zur Verfügung stellen, damit ich eben eine 21 unterfliegen kann. Damit ich hier das Optimum an Planung rausholen kann und nicht wie bei Storm Shadow über Waypoints planen kann, sondern tatsächlich über Umfliegen oder Unterfliegen der jeweiligen Systeme. Wenn ich das bereitstelle, dann wird es da auch wahrscheinlich schnelle Lerneffekte geben und dann komme ich nur wieder in den Bereich rein, wo ich nachher auf die Anzahl der Flugkörper komme. Also
sehr schnell, wenn ich jetzt eine Zahl von 50 nehme, dann sind sehr schnell 50 Flugkörper verschossen. Ja, ja klar, klar. Das ist natürlich, ne, dann, dass uns klar sein muss, das wird nicht den Krieg ändern. Dafür haben wir gar nicht, wir würden ja auch nicht alle, wir wollen ja auch nicht alle abgeben und nicht alle sind bei uns auch gleich, muss ich euch nicht sagen. Also, ja. Ne, man könnte sagen, 50 in der ersten Tranche und wenn sie uns dann nochmal würgen würden für die nächsten 50 und dann wäre aber auch Ende Gelände. Ja. So, das ist völlig klar. Nur ich, so, das wäre jetzt wieder große Politik. Und dann kann hier Seppel nochmal wieder einpacken, ja, das ist glaube ich ein Punkt. Ich vermute mal, es könnte schon ein Momentum dahinter sein, weil ich weiß von meinen britischen und französischen Kollegen, dass die so gut wie Winchester sind mit ihren Storm Shadow und Scalps. Ja, und dann werden die natürlich sagen, bevor wir jetzt hier die nächsten liefern, und wir hatten ja schon mal nochmal geliefert, soll doch jetzt Deutschland auch mal einmal anstrengen. Also hier war die Kerninfo, dass es quasi eh nichts bringt. Es wird sich ein Krieg entscheiden. Plus die Franzosen und Briten haben bald keine von diesen Lenkraketen mehr und deswegen holen die lieber ein paar aus Deutschland. Weil jede von denen kostet halt 1 Million. Das ist halt nicht wie Artillerie, was es halt oft gibt, sondern jeder Schuss 1 Million. Das heißt, wenn die jetzt 50 weggeben, 50 Millionen weg. Aber dass der FMA nochmal kaum mal vorstellt, hatte, wollte ich da noch was sagen. Ja, FMA, ich habe mir heute mal mich rangesetzt mit einem pragmatischen Ansatz. Ich habe mir überlegt, was das Alleinstellungsmerkmal gegenüber jetzt den Storm Shadows. Und so wie Air Defense, Robustheit und Flughöhe etc. Und da komme ich dann drauf, dass es so zwei interessante Target-Types gibt. Einmal so eine Brücke im Osten und einmal Moon-Depots, wo wir reinkommen. So, und die Brücke im Osten ist halt schwer zu erreichen und die Pfeiler sind relativ klein und das kann halt der Taurus darstellen. Und die Moon-Depots, da kommen wir halt durch. Wenn ich das jetzt berücksichtige und vergleiche, wie viele Storm Shadows und Mauls abgeschossen wurden und haben, hat man da ein ganz cooles Alleinstellungsmerkmal. Da habe ich mir so drei Routen rausgesucht, wo ich sagen würde, geht es um die Brücke oder geht es um Moon Depot? Ist es reachable mit den Current Cats, die Red Erste haben und der Own Patriot? Und dann komme ich quasi zu dem Entschluss, ja, ist grundsätzlich machbar. Der limitierende Faktor ist die Su-24, wie viele die davon überhaupt noch übrig haben. Das ist ja in einem einstelligen Bereich. Ja, ist es. Ja. Genau. Und ich habe mir so ein paar Release Points rausgesucht und habe gesagt, gut, pass auf, grundsätzlich ist es doable und wie bringt man den Ukrainern die TTPs bei, um das Ding zu schießen? Ich würde sagen, den Pilot unter einer Woche. Das ist hart schockierend, wie der Typ genau plant. Storm Shadow und sowas, was die nicht können, da kommt dann der Taurus hin. Munitionsdepots deswegen, weil der ist genau dafür designt, dass er so Bunker und sowas durchbricht. Und das meint er mit durchkommen, dass quasi die Munitionsdepots hinter dicken Stahlwänden sind, aber der Taurus da trotzdem durchkommt. Oder eben diese Brücke, weil die Pfeiler da so schmal sind. Und dadurch, dass die Abweichung der Präzision nur 1 bis 3 Meter sind, reicht das auch für diese schmalen Pfeiler. Und dass genau das die Einsatzgebiete für den Taurus sind, ist nicht zu unterscheiden zwischen jetzt der Hilfe. Also solche Gedanken macht sich nur ein Offizier, der auch direkt im Krieg ist. So könnte man es auslegen. Oder man kann es so auslegen, dass man sagt, dieser Taurus ist so komplex und quasi wie so ein Einweg-Supercomputer. Und den muss man genau aufs Ziel kalibrieren, weil sonst bringt der nichts. Weil die Ukraine alleine mit dem Taurus nichts anfangen kann. Sondern der muss genauestens programmiert werden. Und zu der Programmierung gehört eben das Ziel auch genau hin. Weil man kann das nicht spontan einstellen, sondern man kann nicht eintippen, treff den Kreml. Sondern du musst ihm sagen, auf der und der Koordinate ist eine Erhöhung, da musst du höher gehen, da musst du niedriger gehen, da musst du höher gehen. Wenn ein Hindernis da ist, musst du das ausweichen. Du musst immer unter einer Flughöhe bleiben. Es ist halt hochkomplex und du musst das quasi von A bis Z komplett durchkalibrieren, sonst bringt er nichts. Und da kommt es nämlich genau darauf an, was machen wir jetzt eigentlich? Wir müssen überlegen, einmal diese Missionsplanung und die zentralisierte Planung. Und die Missionsplanung, die ist bei uns im Verband, die Ausbildung ist 2 Wochen. Und ich glaube, wenn man jetzt mal nicht auf SSZV achtet, geht das relativ schnell. Bei 2 Wochen ist die im Verband. That being said, wenn ich aber mir so eine Brücke angucke, da wo ich drauf komme heute, ist, dass der CEP vom Taurus nicht ausreicht, um die einfach so zu targeten. Das heißt, ich brauche da Bilder von, wie der Taurus arbeiten kann. Und da brauchen wir die Missionsdaten. Und weiß ich nicht, ob wir in adäquater Zeit, natürlich wenn wir in Monaten reden, wie mein Gast, aber in adäquater Zeit die Ukraine ausbilden können, diese ja, klar, Daten, ne? Wie sieht ein Brückenpfeiler auf den Taurus aus?
wie wir denen das beibringen. Das heißt, für mich ist jetzt erstmal aus der operativen Perspektive nicht bewertbar, wie schnell bringt man im Ukrainer diese Imageplanung, sage ich mal, bei und wie schnell geht die Integration. Aber so grundsätzlich sonst, Targets of Opportunity wäre für mich die Brücke und die Moondepots und das sehe ich grundsätzlich so, will den Leuten das relativ schnell beizubringen. Ja, man muss auch... Ja. Ich würde gerne nochmal schnell ergänzen wegen der Brücke, weil wir die uns intensiv angeguckt haben. Und die Brücke ist leider aufgrund ihrer Größe wie ein Flugplatz. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich dafür 10 oder 20 Flugkörper brauche. Ja, also 12 geschätzt, wenn er da, wo sie aufklappt, wenn er die Pfeiler nimmt. Ja, und selbst der Pfeiler, da machen wir unter Umständen nur ein Loch rein. Und dann stehen wir da. Ja. Also, ich sag mal, um da eine valide Aussage zu haben, müssten wir es wirklich selber mal... Ich wollte auch nicht die Brücke reparieren, ich will nur sagen, das war so der pragmatische Ansatz, was wollen die überhaupt damit? Aber wie kriegen die das hin und wie schnell könnte ich die dafür ausbilden? Und am Ende, was bleibt ist, dass wir denen die image-zentralisierten Missionsplanungsdaten geben müssen. Wir müssen denen grundsätzlich die SEMOVI geben, wenn sie sie nicht selber haben. Und die Target-Daten, die haben wir ja, aber das müsste man denen auch irgendwie zur Verfügung stellen. Weil wenn es um so kleine Ziele geht, dann muss der halt ein bisschen genauer ausgeplant werden als nur auf dem Satzpicture. Wenn es auf gehärtete Ziele geht, dann ist das fairly easy und relativ schnell geplant. Wenn man vor allem das exploiten, dass der in zweistelliger Fußhöhe fliegen kann. Und ich glaube, das bringt es ja schon ganz gut auf den Punkt. Wir alle wissen ja, dass sie die Brücke rausnehmen wollen. Das ist klar, wissen wir auch, was das am Ende bedeutet. Dann ist die Versorgung dieser so wichtig, nicht nur militärisch strategisch wichtig, auch so ein bisschen politisch ist die gute Insel da ja ihr Herzstück. Jetzt nicht mehr ganz so fatal, wo sie ja quasi ihre Landbrücke mehr oder weniger dahin haben. Aber und da hat man eben Angst, wenn da die direkte Link der Streitkräfte in die Ukraine geht. Und da wäre halt dann immer die Frage, kann man im Grunde genommen den Trick pullen, dass man unsere Leute abstellt zur MBDA, dass nur eine Direct Line zwischen MBDA und der Ukraine ist. Genau, hier wiederholt sich quasi alles, dass er quasi wieder darum sagt, hey, wir schicken unsere ganzen Soldaten, Planer zur MBDA, zu dieser Firma, und dann interagiert die Firma mit der Ukraine, statt dass wir direkt aus Büchel mit denen interagieren. Aber das ist schon episch, was die da verzapfen. Dass die quasi ja alles planen mit der Ukraine und dass er sagt, obwohl die schon die Landesbrücke haben und das eigentlich nichts mehr bringen, sollen die das trotzdem machen. Was ich leider schade fand, ist, dass er gesagt hat, wir wissen, dass sie die rausnehmen wollen. Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, was du denkst. Glaubst du, dass er mit sie meint, die Amerikaner? Glaubst du, dass er die Ukrainer meint? Oder wie meint er mit sie? Das konnte ich mir leider nicht beantworten. Jedi. Dann ist es weniger schlimm, wie wenn die Direct Line unserer Luftwaffe zu ihnen ist. Ja. Ich glaube, das macht keinen Unterschied, Ingo. Also, wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht gleich zu Beginn im Zielkriterium formulieren. Und ich meine, wenn wir dem Minister jetzt sagen, ich überspitze mal ein bisschen, wir planen die Daten und fahren die dann von Polen aus vom Auto rüber, damit keiner mitkriegt. Das ist ein Killkriterium. Wir werden es nicht schaffen, dass wir mit einer irgendwie gearteten Beteiligung von uns das Ganze umsetzen. Wenn das von der Firma kommt, müsst ihr erstmal die MBDA den ganzen zustimmen, ob die das machen wollen. Ja, macht es auch keinen Unterschied, ob wir unsere Leute in Büchel das planen lassen oder in Schrobenhausen. Beteiligt ist beteiligt. Und ich glaube, über die Hürde werden wir nicht drüber kommen. Ja, wenn wir jetzt nochmal wenn wir das mal als rote Linie, als Grundlage voraussetzen, dann kommen wir doch mal darauf zurück, was ich ganz am Anfang meinte. Entweder wir müssen die Ausbildung aufteilen, dass wir sagen, wir machen einen Fast-Track und einen Long-Track. Und im Long-Track, dann sind die halt da 4 Monate und lernen es komplett richtig mit, wie mache ich es mit einer Brücke. Und in dem Fast-Track geht es erstmal um den schnellen Einsatz nach 2 Wochen, wie weiß ich, was ich mit dem Munitionsdepot mache. Oder die andere Option, wir fragen, ob in dieser Phase, bis die selber komplett ausgebildet sind, fragen wir die Briten, ob sie in der Phase übernehmen. Aber ich glaube, eine irgendwie geartete Versuch einer Zwischenlösung, stell dir mal vor, das kommt an die Presse. Wir haben unsere Leute in Schrobenhausen oder wir fahren irgendwie mit dem Auto durch Polen, sind, glaube ich, beides keine akzeptable Lösung.
Ein Glück kam das nicht an die Presse, das wäre echt bitter, dass Bundeswehrsoldaten Firmen unterwandern, damit sie da ihre Tätigkeit in der Ukraine verschleiern. Man kann es natürlich so drehen, dass man sagt, also wenn der politische Wille jetzt mal da ist, dann müsste man erstmal sagen, so, da soll mal einer aus der Ukraine hier hinkommen. Und dann müsste man wissen, ist die politische Vorgabe keinerlei direkte Beteiligung mehr an der Missionsplanung, dann muss klar sein, die Ausbildung dauert schon etwas länger. Und die Komplexität und auch am Ende der Einsatzerfolg nimmt natürlich ab, aber ist auch nicht unmöglich. Weil es ist ja nicht so, dass sie jetzt nicht schon eine gewisse Erfahrung darin gesammelt haben. Und wir sehen ja selber, was sie gerade sonst alles für Hightech-Zeug einsetzen. Und dann müsste man sehen, wenn es die Vorgabe ist, es gibt ja keine direkte Beteiligung, wir können nicht die Missionsplanung in Büchel machen und sie rüberschicken. Da könnte ich mir fast vorstellen, dass das für Deutschland eine rote Linie ist. Ja, da muss halt klar sein, man muss sie etwas länger ausbilden, dann geht es halt ein paar Monate. Und man kann auch nicht alles damit machen. Aber es ist nicht so, dass man sagt, man kann nichts damit machen. Und man kann dann eher da vielleicht sogar von ausgehen, dass sie es doch dann relativ schnell in den Griff haben. Sie müssen nur gucken, dass sie die ganze Datenbasis, die Missionsdaten, dass sie die selber dann auch bearbeiten können, oder? Also ich meine, wenn wir die zur Verfügung stellen. Dann würde ich es so machen, wie Seppel gerade gesagt hat, dass man einen Quick-Track und einen Long-Track macht. Es geht ja darum, einen schnellen Effekt zu erzählen. Und wenn es nur darum geht, in dem ersten Effekt Munitionsdepots und jetzt nicht die Komplexität der Brücke, dann könnte man ja sagen, man macht für einen gewissen Teil diesen Short-Track, damit man mal einen schnellen Effekt erzielen kann. Und diese IRBG-Daten, das sehe ich jetzt nicht so kritisch, weil das sind ja dann, die sind ja nicht auf eine spezifische Stellung bezogen. Das müssen die ja selber erkunden. Sondern das wäre dann, ist ja generisch auf die Leistungsfähigkeit des Systems. Das wäre ein Punkt, wo wir ja schon mal drüber geredet hatten in dem Kreis, dass man das sich durchaus vorstellen könnte, die zu übergeben. Wir sind halt im Moment Sherman Eyes Only. Ja. Aber generisch, wie gesagt, nicht auf eine. Das wird der Dreh- und Angelpunkt bleiben, weil es gibt im Grunde genommen auch mit einem Munitionsdepot, gibt es in dem Environment keine easy Planung, aufgrund der massiven Anzahl von der Luftverteidigung. Das heißt, da wird man so tief einsteigen müssen. Bei unseren Leuten glaube ich, dass wir einen Weg finden werden. Und der Punkt wäre auch, in dem Moment, wenn wir sagen, lasst es uns probieren, um auch politisch besser beraten zu können. Ich sage, dann brauchen wir nur das Go und wir müssen anfangen, wobei es wird bei uns scheitern, dass das KSA keine saubere Lagedarstellung hat, wo die ganzen Luftverteidigungssysteme stehen. Also und das haben aber die Ukrainer. Da kannst du davon ausgehen, dass die... Die werden das hoffentlich haben. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich sehe das bei uns, ist immer nur wird das Radargerät dargestellt, aber damit wir eine saubere Planung haben, müssen wir wirklich gucken, wo stehen die Radargeräte und wo stehen die Startgeräte. Also mehr wir immer abspecken, umso ungenauer wird unser Plan und umso, also wir haben ein super Tool, das heißt, wenn wir die Daten haben, können wir relativ präzise sagen, wie wir uns durchsetzen können. Alles, was ich irgendwo wegstreiche, aus Zeitgründen oder auch Komplexitätgründen oder weil ich noch nicht die Ausbildung so weit habe, heißt dann auch immer eine Schmälerung bei der Durchsetzungsfähigkeit. Ja, klar. Aber es gibt jetzt keinen Grund, wo man sagt, das ist der Showstopper, dass man sagt, das kann man nicht machen. Es gibt verschiedene Abstufungen und es gibt, je nachdem, wo die politisch rote Linie ist, wird man es mal eventuell, nehmen wir mal diese Short-Track, Long-Track, gefällt mir auch ganz gut, da gibt es unterschiedliche Zeitschienen und unterschiedliche Möglichkeiten der komplexen Nutzung, die über Zeit natürlich für die Ukraine immer besser handhabbar wird. Ja. Mhm. Definitiv, weil sie es täglich machen können. Das ist das, was uns die Praxis. Was er hier meint, ist, dass diese Planung nur dann so komplex ist, wenn er im Tiefflug ist. Weil beim Tiefflug, wie der Name schon sagt, fliegen die viel tiefer und haben deswegen dann auch viel mehr Hindernisse. Aber die einfache Version ist, dass er einfach hochfliegt. Aber wenn er hochfliegt, ist er wiederum anfällig für diese ganze Luftabwehr. Und wie man bei diesen Pentagon-Leaks gesehen hat, ist diese Luftabwehr bei den Russen übertrieben dicht. Und es gibt keine Chance, wie man das vorher herausfinden kann, weil es immer gut getarnt ist. Das heißt, du kannst es quasi nur herausfinden über Trial and Error. Das heißt, du schießt eine Rakete ab. Wenn die abgefangen wird, die ganzen Drohnen, dann weißt du, da ist es dicht. Und wenn du bei einer Drohne
oder sowas durchkommst, dann weißt du, okay, da ist die Luftabwehr nicht so gut. Das ist quasi wie bei Schiffe versenken, wo du immer erst schießt und dann erst herausfindest, wo ist die Luftabwehr am stärksten und am schwächsten. Und so entdeckst du Lücken in der Abwehr und dann kannst du es durchfeuern auf Munitionsdepots oder sowas. Das ist quasi die einfache Variante. Kompliziert, Tiefflug, einfach Höhenflug. Wenn ich jetzt nicht dabei sein sollte, ihr seid leider manns genug und von der Minister ist also so eine, ist eigentlich ein total cooler Typ im Umgang. Ich suche wie die Modelle davor. Also von daher, ihr seid die Experts. Mir war nur eben wichtig, dass wir da nicht, dass wir einfach nüchtern da auftreten und nicht irgendwie Showstopper reinknallen, die man uns einfach auch nicht, die nicht glaubwürdig sind, wenn andere Nationen Storm Shadow und Skype liefern. Also dem Jackson ist einfach wichtig, dass man den Pistorius dazu überzeugt kriegt, das zu liefern. Na, hurra, schrei ich auch nicht. Ich meine, wir haben jetzt 3 Patriot-Radare von 12 abgegeben. Da sind bei der Flarak lange Gesichter gewesen, aber im Moment schießen die Flugzeuge und Raketen ab, die uns schon mal nicht treffen können. Ja. Okay. Die Pause danach war übrigens wirklich so lang, ne? Also ich habe das nicht irgendwie vorgespult oder so, weil ich gedacht habe, einer von denen lacht vielleicht noch oder so, weil er das doch tatsächlich selber glaubt. Ich dachte echt, das wäre eigentlich nur für die Öffentlichkeit gedacht, dass die diese Propagandascheiße schlucken, dass wir als nächstes diese Raketen abkriegen in Deutschland. Deswegen wahrscheinlich so eine lange Pause dort, weil leider haben die nicht drauf reagiert, die haben es einfach komplett ignoriert, leider. Der eine hat aber nur gesagt, okay, ich hätte gern seinen Gesichtsausdruck dazu gesehen. Aber mich würde echt interessieren, was du davon denkst. Glaubst du wirklich, dass er das glaubt? Oder war das einfach ein Witz, der so übertrieben beschissen angekommen ist? Dann wäre nochmal mein Blick in die Runde. Einmal um Frank, von dir noch Ergänzungen? Nö, also ich denke, man muss ganz klar sagen, je länger ihr wartet mit einer Entscheidung, umso länger dauert es hinterher, um es wirklich umzusetzen. Diese Abstufung erstmal was Einfaches, später mal was Größeres oder eine Frage an die Briten, könnt ihr uns am Anfang unterstützen und diese Planung übernehmen? Könnte das, was in unserer Verantwortung liegt, beschleunigen? Aber wie gesagt, die Schnittstelle ist ja überhaupt nicht unsere Verantwortung. Das müsste dann die Ukrainer mit den Firmen selber machen. Ja. Okay, von euch beiden noch Ergänzungen? Keine Ergänzung. Bei mir nur der Promo, der Sammy schreibt gerade, bitte Inspekteur ausrichten, das Interview heute mit SZ, AGS Süddeutsche, problemlos gelaufen ist, keine Komplikation, unterrichte ihn morgen in Lage. Wunderbar, okay. Sehr gut. Weil der Hintergrund ist natürlich der, wir wollen jetzt nicht, dass der Ausschuss Probleme macht, weil wenn er jetzt nicht durchdecken würde, diese, nennen Sie ja mal Preissteigerung in Anführungszeichen, dann hätten wir das Problem, dass schon die Bauarbeiten geschieden würden. Das würde vielleicht den Baubeginn der Hochbauarbeiten dieses Jahr schon unmöglich machen. Und jeder Tag zählt in dem Programm. Deswegen ist so gut, dass das gut läuft, das Interview. Und am Ende, denke ich, wenn wir jetzt am Mittwoch auch die Entscheidung bekommen, dass wir dann quasi weiter mit den 2 Konsortien verhandeln, mit den Generalunternehmern. Und wie gesagt, es könnte echt sein, dass der Minister entscheidet, komm, den Gerhard schicke ich in den Ausschuss. Die Experts, die sind sowieso da. Müssen wir gucken. Deswegen war es auch umso wichtiger, dass wir uns einmal kurz vorher abgestimmt haben. Bastelt was zur Visualisierung, nicht zu viel. Ne, immer dran denken, der kommt aus einer ganz anderen Welt, aus einer ganz anderen Gedankenwelt als wir, die wir uns hier gerade unterhalten. Dann passt das schon. Ne? Also das finde ich immer so schockierend, dass er quasi so sagt, dass in Deutschland halt einfach so ist, dass die Minister, die auf diese Posten kommen, gar keine Vorerfahrung haben müssen da drinnen, aber quasi die Untergebenen viel mehr wissen und vielleicht so eigene Ambitionen haben, wie jetzt die Leute hier, die unbedingt jetzt diese Taurus da ausfahren wollen und der Pistorius Quereinsteiger ist und der dem mir sagt, ja, mach so ein paar Bilder, mach's nicht zu komplex, damit er das schluckt. Und wir Hauptsache das schicken. Also das finde ich immer schockierend. Das ist quasi wie so ein riesen Schwachstelle, dass da wenigstens die Leute die Kompetenz wenigstens in dem Bereich haben sollten.
Aber der Typ sich das gar nicht ausmalen kann, dass diese hier sowas öffentlich sagen, sowas wie, pass auf, dass du keine Showstopper reinballerst, dass man ihn quasi nicht abschreckt, dass das, was die quasi schon bereits planen, dass die das in der Hinterhand lassen und das dem einfach nur zuerst zur Freigabe bringen und dann erst darüber sich Gedanken machen, wie sie das da unterbringen. Aber lass mich auf jeden Fall wissen, was du davon denkst. Bist du schockiert oder findest du das alles doof? Alles klar. Dann bedanke ich mich für die Runde und wünsche jedem frohes Schaffen und dann hoffe ich euch beide in Berlin zu sehen und dich dann, Frank, wenn du wieder zurück aus Singapur bist. Und wenn ich nicht dabei sein kann, dann kann mich ja einer von euch beiden einfach mal anschließend kontakten. Da wäre ich natürlich interessiert, wie es gelaufen ist beim guten Boris. Jo, okay. Okay. Gut, machen wir. Alles klar, ne? Mach's gut. Ciao. Ich muss mich gleich noch verändern, leider nochmal. Ja. Ich habe noch was aus, ich habe den Schneider eben getroffen. Oder du kannst ja gleich in der Leitung hier bleiben, wenn du Zeit hast. Ja, okay, ich rufe dich gerne mal separat an, ne? Ja, bis gleich. Ciao. Okay. Ciao.